Ich begrüße Matthias Platzeck, den Vorsitzenden der Regierungskommission und früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg. Ausgerechnet zum runden Feiertag konnte es... Grüß Sie, guten Abend, Herr Bade. Guten Abend noch einmal. Ausgerechnet zum runden Feiertag konnte es in diesem Jahr wegen Corona kein großes Fest geben. Welche kleinen Momente der Einheitsfreude gab es denn für Sie? Also es gab eigentlich eine Menge. Wir haben zwar unsere hochfliegenden Pläne, die wir am Beginn des Jahres in der Kommission geschmiedet haben, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir wollten eine europäische Jugendkonferenz mit 600 jungen Menschen machen aus ganz Europa anlässlich des 30. Jahrestages des 2+4-Vertrages, also des Vertrages, der außenpolitisch die deutsche Einheit überhaupt möglich gemacht hat. Alles das konnten wir im März letztlich dann in die Abfalltonne tun. Aber wir haben sehr viele der Vorhaben dann digitalisiert, wie das ja die meisten anderen Vorhaben ja auch machen mussten. Wir haben Bürgerdialoge zum Beispiel digital dann durchgeführt. Wir haben Konferenzen digital durchgeführt. Und ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass es dringend eines Gesprächs oder mehr Gesprächsbedarf zwischen Ost- und Westdeutschen, weil wir haben bei den Dialogen, die wir zwischen Partnerstädten geführt haben, also West- und Ostdeutschen Partnerstädten, gemerkt, dass man sich eine Menge zu sagen hat, ein ganzes Wochenende lang, dass vieles ausgesprochen wurde und dass das auch zur Klärung beiträgt und dass es auch manche Missverständnisse ausräumen kann, die es immer noch, auch nach 30 Jahren zwischen Ost und West gibt. Also Dialog ist immer überall im Leben, klar, aber auch zwischen Ost und West ein wirklich probates Mittel, um da die letzten Hürden, die wir noch zwischen uns haben, positiv zu überwinden. Welcher Tag ist für Sie denn der bewegendere, der 3. Oktober oder der 9. November? Herr Bade, wir haben eine deutschlandweite Umfrage genau zu diesem Thema gemacht, weil es uns auch um nationale Symbole ging, um nationale Feiertage. Es ist nicht so verwunderlich, der 9. November mit ganz großem Abstand gewonnen, weil es ist der Tag, der wahrscheinlich auch durch die Kraft der Bilder emotional einfach am besetztesten ist. Aber ich verhehle nicht, dass mein Tag der Tage, weil danach haben Sie ja gefragt, eigentlich der 9. Oktober ist. Am 9. Oktober 1989 abends, so gegen 18 Uhr, als klar wurde, dass die Staatsgewalt sich zurückzieht, obwohl sie mit Panzerwagen, mit Maschinengewehren auf den Dächern saß in Leipzig, aber vor dieser Übermacht von Zehntausenden mutigen Menschen, die auf dem Leipziger Ring aufmarschierten, hat man sich dann am Ende nicht getraut. Und an diesem Abend, in dieser Nacht, wurde uns in der Bürgerbewegung des Ostens relativ klar. Wir wussten noch nicht, wie es enden wird, aber wir wussten, dass es so nicht mehr bleiben wird, wie es war. Weil für mich ist das der Tag, der Höhepunkt eigentlich der friedlichen Revolution, der da in Leipzig seinen Weg genommen hat. Dieser Tag steht ja auch auf der Liste, die Ihre Kommission jetzt ein bisschen größer begangen wissen will. Das ist ja eine Empfehlung der Kommission. Ich sage mal, nun wissen alle um die vielfältige Bedeutung des Novembertags. Wie stellen Sie sich denn den nationalen Gedenktag, Gedenktag an Höhen und Tiefen deutscher Geschichte, am 9.11. konkret vor? Also ich glaube, dass der 9. November ja nicht nur, der war ja nicht nur der Tag, wo die Mauer endlich fiel, sondern es ist für die deutsche Geschichte ein unheimlich vielfältiger Tag. Die Reichspogromnacht, wo die Nazis zum ersten Mal jede Maske haben fallen lassen, damals 1938, aber auch Jahrestag der Demokratischen Revolution 1919. Also es ist ein unheimlich vielfältiger Tag, nicht nur, wie gesagt, der Freudentag des Mauerfalls. Und das gehört nun mal zu uns. Die deutsche Geschichte besteht eben aus vielen Facetten höchst unterschiedlicher Natur. Und deshalb, glaube ich, ist es eine erhebliche Aufgabe, einen solchen Tag würdig auch zu begehen mit all diesen sehr unterschiedlichen Intentionen. Andererseits ist es auch eine schöne Aufgabe, weil dieser Tag zeigt ganz komprimiert, wo wir herkommen, was uns ausmacht, was wir künftig für Verantwortung, aber auch was wir an Freude in uns tragen dürfen. Und deshalb, glaube ich, ist das ein Tag, der an Dichte von keinem anderen Tag im Jahr übertroffen wird, was unsere eigene Geschichte angeht.
Die Kommission hat ja auch dazu aufgerufen, sich künftig mit der Geschichte der deutschen Wiedervereinigung stärker auseinanderzusetzen. Und da soll ein Zentrum daran arbeiten. Aber braucht es dazu ein Zentrum? Bräuchte es nicht Alltagspolitik, die ständig daran arbeitet? Herr Bade, wir haben während der Arbeit der Kommission sehr deutlich gemerkt, gespürt förmlich, dass wir zwar allerhand Dinge beobachten, allerhand Dinge wahrnehmen, aber die wirklichen Zusammenhänge, was es in den letzten 30 Jahren, speziell in der ostdeutschen, aber auch in der gesamtdeutschen Gesellschaft wirklich passiert, was haben diese Zusammenbrüche, diese Umbrüche, die auch Aufbrüche wurden, diese einmalige, wirklich immense Transformationsleistung, wo der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, solche Umbrüche in ihrer Tiefe, in ihrer Wucht, in ihrer Vehemenz hat keine westdeutsche Generation seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, die hier im Osten stattgefunden haben. Dieses alles muss wirklich aufgearbeitet werden, um es produktiv zu machen, um es auch für künftige Transformationen, für künftige Umbrüche, und die werden auf unsere Gesellschaft zukommen, wahrscheinlich schneller und vielleicht auch vehementer, als wir denken, und nicht nur auf unsere, wenn wir nur den Blick auf unsere europäischen Nachbarn jetzt mal richten. Auch dort wird es mit Sicherheit eine Notwendigkeit sein, sich genau mit solchen Transformationsgeschehen zu beschäftigen. Und das wollen wir in diesem Zentrum. Das soll so eine Art Knotenpunkt, so eine Art wirklich Inkarnationspunkt dessen, was Transformation ausmacht, werden. Da ist noch eine Menge zu erforschen. Da ist eine Menge mit Bürgerinnen und Bürgern. Es soll ja ein offenes Haus werden. Es soll auch ein Haus der Bürgerdialoge werden, zu diskutieren. Aber die Notwendigkeit, glaube ich, die ist immens. Und wir haben im Osten neben allem, was im Moment manchmal auch so ein bisschen mit vielleicht einer negativen Konnotation gesehen wird, weil es auch politische Entwicklungen gibt, die nun wahrlich nicht schön sind. Aber wir haben vor allen Dingen im Osten Deutschlands über die letzten 30 Jahre eine immense Umbruchkompetenz sammeln können. Eine Kompetenz, die wir wirklich positiv als Ressource nutzen sollten und für die Zukunftsgestaltung auch anwenden und verwenden sollten. Und alles das soll in diesem Zukunftszentrum stattfinden. Es braucht manchmal auch einen solchen Knotenpunkt. Natürlich soll der weit rauswirken und soll auch dezentral arbeiten, aber Sie brauchen solchen Knotenpunkt. Wenn ich es mal ein bisschen salopp formulieren darf, meine Vorstellung, meine Wunschvorstellung, wenn ich es so nennen darf, das, was Johns Hopkins Universität für alle Fragen, die im Moment mit Corona auflaufen, weltweit ist, dass man sich an diese Universität, an diesen Knotenpunkt wendet, um seine Fragen beantwortet zu kriegen. So ähnlich wünschte ich mir, dass in einigen Jahren dieses Zentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit einen solchen Stellenwert hat, wo man weiß, wenn du Fragen hast zu gesellschaftlichen Umbrüchen, dann ist dort der richtige Punkt, um es zu diskutieren und auch Antworten zu finden. Sagt Matthias Platzek. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Schönen Abend noch.